Stechen, alle Null und immer schneller wurde geritten. Der Sunny Boy erglänzt. Andre Thieme zieht sich das Ding hier rein. Nach 2009 mit Katie Riddle, nun mit Aragon Rue. Gestern noch frustriert im Interview bei Sandra Mahn hat sie gesagt, Junge, das kann nur besser werden. Das wird ein starker Tag morgen. Ja, wenn sie alle so dran glauben würden wie Andre, dann hätten wir ständig solch eine Freude. Das war eine Steigerung und natürlich auch auf das richtige Pferd heute gesetzt, von dem er jetzt ganz schnell herunterspringt. Und ich denke, Sandra Mahn kommt noch zum Vergnügen, sich mit ihm zu unterhalten. Fiete, ein guter Freund von André Thieme, hat ihn hier als erstes gratuliert. Jetzt ist kaum ein Durchkommen für den Mann aus Blau am See. Und hören Sie, wie hier in Rehde für Sie Ihren Jungen feiern. Ihren Mecklenburger. Und das ist doch Motivation pur für das Jahr, für das Derby in Hamburg und für vieles mehr. So, und jetzt geht's zu Sandra zum Siegerinterview. Und der muss noch ganz schön durchatmen, André Thieme. So, bitteschön, Sandra. Der hat gar keine Zeit zum Durchatmen. Der ist ja erstmal noch ganz motiviert über die Bande gesprungen. Erst einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wir hatten recht gestern. Das gestern war die Generalprobe und heute läuft's gut? Tja, zu erwarten war es nicht. Für mich auf jeden Fall nicht. Deswegen überrascht mich das wirklich, wirklich sehr. Ich bin ganz stolz auf mein Pferd und auf mein Team. Die haben heute wirklich, die haben 3 Tage mit mir mitgelitten, die armen Kerle. Ich hab's. Aber jetzt bin ich glücklich und alle sind glücklich. Es muss irgendjemand Ihnen den entscheidenden Tipp gegeben haben, wie es heute besser läuft. Oder Sie haben irgendwie wieder zurück auf die Spur gefunden. Was ist denn da passiert? Eigentlich habe ich am Ende gar nicht viel anders gemacht als sonst. Bloß, dass mein Aragon irgendwie gemerkt hat, dass er den traurigen André ein bisschen aufbauen muss. Ich weiß auch nicht, was los war. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Dann lassen wir die Frage einfach offen. Gratulieren ganz herzlich und wünschen uns dann mit Ihnen natürlich ein spannendes Derby in 3 Wochen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, André Thieme. Und das war es dann auch schon mit dem Sportclub live. Den nächsten Sport heute Abend, 23 Uhr, wie gesagt, der Sportclub. Dann alles zum Thema Osnabrück und zum Samba-Zug der Wolfsburger. Tschüss und bis in 14 Tagen aus Nordenhardenberg.